Unsere zwei Giganten, Netflix und Hollywood, stehen heute im Fokus. Außerdem eine schockierende News zu den Simpsons. Willkommen im Geek Flash. Legen wir sofort los. Schon vor einiger Zeit ist bekannt worden, dass der Streaming-Gigant Netflix eine Serie zu der Witcher-Reihe geplant hat. Jetzt mal ernsthaft, sie schiessen Serie nach Serie raus. Ich komme gar nicht dazu, alle zu schauen. Jetzt ist vor kurzem auch der offizielle Schauspielercast bekannt gegeben worden. Die Hauptrolle, der Geralt von Riva, wird von niemand geringeres als der Henry Cavill gespielt. Ich kenne den sicher als Superman. Und das mal hoffe ich, dass sie das mit dem Bart nicht verkacken. Ciri, also der Schützling von Geralt, wird von einer jungen Schauspielerin namens Freya Allen gespielt. Sie ist eine aufstrebende Schauspielerin, die zuvor in Bluebird oder Into the Badlands mitgespielt hat. Außerdem wird sie auch in einer anderen Rolle in einer zukünftigen Serie spielen, die auf dem Roman Krieg der Welten basiert. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich in der Zukunft. Der komplette Cast könnt ihr natürlich auf imdb.com nachschauen. Da seht ihr einen kleinen Ausschnitt davon. Wieso bleiben wir nicht gerade bei Netflix? Netflix hat sein Programm für den November bekannt gegeben. Darunter sind ein paar Fortsetzungen, aber auch neue Sachen. Werf mir doch einen kleinen Blick drauf. Neben den eben gezeigten Sachen kommen natürlich auch ein paar Animes auf Netflix. Unter anderem Bakemonogatari, Anohana und der Steinsgate-Film könnt ihr ab dem 1. November auf Netflix schauen. I am a scientist. It's so cool. Stand up a bit. Auf jeden Fall haben wir eine grosse Auswahl, um euch einen Samstagabend zu füllen. Jeder kennt den Doktor. Stolze! Battlefield Counter-Strike, Bundesrepublik Deutschland, Benedict Cumberbatch. Unser Doctor Strange soll schon ab dem Jahr mit dem 3 von Doctor Strange 2 anfangen. Das hat auf jeden Fall sein Schauspielkollege Benedict Wong im Interview verraten. Wir werden also schon früher als erwartet den Marvel-Zauberer wiedersehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Kommen wir von der guten zu einer schlechteren Nachricht. Guardians of the Galaxy Director James Gunn ist nach einer hitzigen Diskussion entlassen worden. 2020 sollte der dritte Guardians of the Galaxy Film rauskommen. Aber ohne Director sieht das nicht so gut aus. Was für ein künstliches Lachen. Das ist echt. Total gekünstelt. Das war das echteste, authentischste, hysterische Lachen, das ich in meinem ganzen Leben gelacht habe. Denn das ist kein Plan. Bis ein neuer Director eingestellt wird, ist der Film auf Eis gelegt. Sobald wir mehr dazu wissen, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Ich habe sowieso keine hohe Lebenserwartung. Aber das Unglück von einem ist die Freude von jemand anderem. James Gunn ist im Gespräch mit DC und für Suicide Squad 2 die Führung übernimmt. Ist das nicht geil? Ja, das ist es. Es sieht ganz danach aus, als hätte der Director seinen neuen Platz bei DC gefunden. Ironic. Ah, die Simpsons. Einer der beliebtesten und bekanntesten Cartoons auf dieser Welt. Seit 1989 laufen die gelben Chaoten über unsere TV-Bildschirme. Und sie haben sich laufend immer ein bisschen verändert. Doch jetzt soll ein kompletter Charakter einfach gestrichen werden. Nach 30 langen Staffeln. Ah! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ah! Es geht dabei um den Apu Nahasbi... Nahas... Nasa... Es geht um den sympathischen Inder, der in Quickie Mart schafft und den Homer mit Bier versorgt. Sie sind ein Spitzenmann und hier in der Stadt eine Legende. Darf ich fragen, ob es stimmt, dass Sie mal 96 Stunden hintereinander durchgearbeitet haben? Oh ja, es war furchtbar, kann ich Ihnen nur sagen. Zum Schluss kam ich mir vor wie eine Mischung aus Specht und Kolibri. Ja, ich habe mir Ihre alten Überwachungsbänder angesehen. Jetzt soll der Schlussstrich für ihn gezogen werden. Nachdem es im letzten Jahr eine Rassismusdebatte über ihn gegeben hat, die vom indischen Komödiant Hari Kondalobu
Kondo ausgelöst worden ist. Findet ihr das richtig? Ist das nicht völlig übertrieben? Einer der ersten Charaktere wird in dem Fall nie mehr seinen Auftritt finden und den Lücken hinterlassen. Nachdem ich ihnen so viele Jahre immer treu gedient habe. Nein, ich will nicht mehr leben. Nein, mit dem Blut. Nein, ich will nicht das mehr essen. Das ist nicht essen. Bitte, nicht ab und das ist das nicht mehr. Überraschung! Ein Live-Action-Film zu My Hero Academia kommt auf uns zu. Beim Film sind Produzenten von Godzilla und Pacific Rim 2 involviert. Niemand geringeres als der Alex Garcia und Jay Aschenfeller. Außerdem bekommen sie Unterstützung vom japanischen Verantwortlichen der Redaktion, Ryosuke Yoritomi. My Hero Academia dreht sich natürlich um Superhelden. Der Protagonist will unbedingt einer werden, aber er hat nicht die nötigen Superkräfte dazu. Trotzdem entscheidet er sich, die Hero Academy aufzusuchen. Dort begegnet er niemand geringeres als sein Vorbild, All Might. Ich kann Geschichte als Manga oder auch als Anime verfolgen. Die Manga-Reihe ist bei Carson Manga verfügbar, während die Serie bei Anime On Demand gestreamt werden kann. Es war eine aufregende Woche mit vielen Neuigkeiten. Und sind wieder das nächste Mal dabei, wenn es heisst... Nachdem es im letzten Jahr in einer Rassismusdebatte über ihn gegeben hat... Was? Eine was? Bis jetzt mussten Stream-Zuschauer warten. Aber es ist endlich so weit, dass das Licht wieder abgehackt.